Willkommen zurück zu Let's Play Man of Medan mit The King ohne Brad. Es tut mir leid, wahrscheinlich weil da Schlitter steht, hat er ihn ja, umgebracht. Kann ich nicht, wenn ich die Dudes spiele und du die Frauen. Ich wollte das überleben, aber. Ja, ich auch. Ich hab's geschafft vom ersten Mal, wo es blind war. Ich hab irgendwie geschafft, dass alle überleben. Mit dem Cheat, dass Conrad nicht mal dabei war. Aber okay. Okay, es geht weiter. Als drittes war ich sowieso immer nur zwei. Wer spielt jetzt? Julia. Du. Hast du Red da unten gesehen? Mein Bruderinstinkt spielt gerade ganz schön verrückt. Warum wohl? Das war sie. Was sieht er? Eine total gestörte Zeremonie an. Jemand sah mich. Dieser eine Arsch da drin griff mich an. Moment, was? Attackiert? Das war doch der Totenkopf vielleicht. Ein Arschloch in einer Kutte. So ein Arschloch in der Kutte. Ich weiß nicht. Den hast du erstochen. Wenn Brad eines kann, dann ist es Konfrontationen vermeiden. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ist denn aber ein anderes Erstoch? Den Kahn, den mit der Kutte. Ja, no one? Dann war's er. Dann war das er. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ich dort gesehen habe. Da waren diese alten Soldaten. Sie lagen überall. Sie waren tot. Doch dann standen sie auf. Das klingt gerade gar nicht mal so verrückt. Also da war diese uralte Lady. Ich meine, alt wie ein Relikt aus der Steinzeit. Das ist dann sicher okay. Aber sie war echt total gruselig. Alex war nicht der Einzige, Alex. Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht. Mit Alex' Gesicht. Das war so furchtbar. Julia, ich würde doch nie... Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber... Auszeit, okay? Der abgefuckte Kahn ist doch nicht normal. Das denkt doch nicht nur ich. Ich meine, das geht dir vor. Vielleicht sehen wir irgendwo die Leiche. Was wissen wir sicher? Woran sind wir uns einig? Bin ich verrückt oder sind wir auf dem Geisterschiff? Als ob es die gibt und wir sind ausgerechnet auf einem. Und der Himmel hilft uns, wir sind total am Arsch. Das wollte ich auch gerade sagen. Aber wenn, dann ist doch die Leiche in dem Raum. Dort hat sie eine Lebe. Komisches Zeug sehen. Es scheint, dass auch die Wachen panische Angst vor etwas hatten, das sie im Frachtraum sahen. In einer Notiz stand, dass viele GIs sich vom Wachdienst drücken wollten, weil sie Schiss vor irgendwas hatten. Was ist mit der Besatzung passiert? Wo sind sie alle? Ich fühle mich wie auf einer Fähre über dem Fluss Dux. Woher stammen die ganzen Leichen? Die sehen aus, als wären sie vor Angst gestorben. Bingo. Das ganze Schiff ist seltsam. Dreckig, stinkend, seltsam. Und ich hasse es. Ich wollte sagen, das Schiff kommt mir vor wie ein einziger schlechter Trip. Aber das habe ich wohl schon gesagt. Oder etwa doch nicht? Mist. Habt ihr Gold gesehen irgendwo? Ja, ich glaube langsam, dass es hier in Wahrheit gar kein Gold gibt. Okay, das erklärt aber noch nichts. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen hier weg. Ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg. Wir brauchen sie. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Hat der Spuk endlich einmal ein Ende? Noch nicht. Schlimmer kann man nicht. Ja. Was Schlimmes kommt bei Gott noch erst. Du kannst ja nur mit zwei Spuren. Das wird lustig, Alter. Okay. Okay. Aber wenn jetzt fehlt eine richtig gruselige Szene. Welche? Dem Klo. Die fehlt jetzt da? Mit der Gasmaske, ja, die war mit Brad. Wir müssen von diesem Schiff. Wie oft hättest du noch Brad gespürt? Einmal, oder? Ich glaub so circa. Haben wir dann ein Bild auch übersehen? Glaub nicht, also ich hab da Bekanntes gefunden. Ich hoffe es. Aber ich hab safe 1000 Bilder wieder übersehen, ich weiß jetzt schon. Aber da muss ich im Internet nachschauen, wie ich die krieg. Da ist uns nix. Außen beim Schiff ist das nicht so gruselig. Winner. Brad.
Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den erstochen habe. Doch, du hast ja den Sensenmann also erstochen, das war wahrscheinlich er dann. Weil ich wüsste nicht, warum du einen anderen erstochen hast, aber das war safe dann er. Ich hätte nur schauen müssen, wo er gelegen ist. Dann bei der Sequenz, weil mir kommt nicht vor, dass das irgendwie in dem komischen Raum war. Aber auf jeden Fall ist er erstochen worden. Und der Arm hat gefällt, das verstehe ich sowieso nicht ganz. Den Arm hat auf jeden Fall gefällt, aber das wüsste ich nicht, dass du den abgekackt hast. Ja. Das, ja okay, aber das andere stimmt. Nützlich ohne die ganzen Lecks. Erstochen habe ich noch nicht. Du hast einen Sensenmann erstochen. Nicht 1000%. Erstochen, ich habe nur mit dem Messer eine. Im Bauch. Na, Schulter. Schulter. Arm. Ich habe aber nicht den Arm abgekackt. Ja, vielleicht reicht es schon, weil du ihn so nur berührt hast, dass es dann so irgendwie, dass du. Also in Wirklichkeit hat Alex dann mehr Power gehabt und dass es dann irgendwie so war. Oder so, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hast du einen Fehler gemacht. Kann auch sein, aber ich wüsste nicht, wo ich jetzt mit Brad so eine Scheiße gemacht habe. Okay, das mit Conrad, das ist ja okay mit dem Ohr. Aber das hat mir nicht das Leben gekostet. Heilige Kanalratte. Das dauert nicht ganz so abrupt ist, das ist ja irgendwie Geht's darauf? awkward. Ja, ich weiß, was weitergeht. Kannst du sagen. Ich halte meine Augen auf. Ich weiß, was weitergeht, aber ich weiß, dass hier hinten Arbeit ist. Obwohl uns das jetzt nichts bringt, weil Brad eine Gasmaske gefunden hätte und da wäre jetzt was gewesen. Glaube ich zumindest, dass jetzt da was wäre. Doch, boah. Du hast die Gasmaske? Ja, jetzt war aber auch nur A. Es gibt zwei. Viel Spaß, das ist voll. Anweisungen für Gasmasken. Stellen Sie sicher, dass Ihre Maske korrekt sitzt, bevor Sie anderen helfen. Im Falle eines Gasaustritts oder Gasalarms. Erstens, geraten Sie nicht in Panik. Bleiben Sie ruhig und rufen Sie laut und deutlich Gas, 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 um weitere Personen im Umfeld zu warnen. Halten Sie den Atem an. Und zweitens, platzieren Sie die Gasmaskenflasche unter Ihrem linken Arm. Ziehen Sie den Schulterriemen über Ihre rechte Schulter und hacken Sie ihn in die Tasche ein. Schließen Sie den Gürtel und Ihre Teile um Ihre Teile. Drittens, entfernen Sie Ihren Helm. Drücken Sie die Maske mit beiden Händen gegen Ihr Gesicht. Drücken Sie zunächst die Maske gegen Ihr Kinn und ziehen Sie dann bis über Ihr Gesicht und die Befestigungsriemen über Ihrem Kopf. Vier, entfernen Sie eventuell eingeschlossenes Gas. Schließen Sie das äußere Ventil und atmen Sie stark aus. Drücken Sie dann alle verbleibende Luft mit den Händen aus der Maske. Fünftens, prüfen Sie, ob die Maske dicht ist, indem Sie den Schlauch mit Ihrer Hand zusammendrücken und dann einatmen. Die Maske sollte um Ihr Gesicht herum in sich zusammenfallen. Sechstens, tut sie dies nicht, könnte die Maske ein Leck haben. Überprüfen Sie den richtigen Sitz der Maske und wiederholen Sie den Test, bis die Maske in sich zusammenfällt, um sicherzustellen, dass kein Leck vorhanden ist. Siebtens, lassen Sie den Schlauch los, Sie können nun ganz normal atmen, setzen Sie Ihre Kopfbedeckung wieder auf und schließen Sie die Gasmaskentasche. Achtens, Sie dürfen die Maske erst wieder absetzen, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Öffnen Sie die Maske einen Spalt weit und prüfen Sie die Luft. Falls Sie Gas richten, schließen Sie die Maske wieder. Atmen stark aus und entfernen eventuell eingeschlossenes Gas mit den Händen. Neuntens, nach dem Absetzen der Maske platzieren Sie Maske und Schlauch wieder in Ihre Gasmaskentasche. Sie können die Gasmaskentasche ablegen, indem Sie den Gürtel und den Schulterriemen lösen. Gasmasken werden nur im Fall eines Gasaustritts ausgegeben. Ja, was haben wir die ganze Zeit hier im Schiff herumkurven? Gas. Oder was auch immer das sein soll. Diese Wolkenscheiße. Und ich wette. Okay, mehr weiß ich nicht. Ich dachte, ich kann jetzt vielleicht doch das Ding nehmen von dem Typen. Wenn wir die Gasmaske jetzt hätten, vielleicht würde man die ja da auch gebrauchen. Aber ich habe sie zum Beispiel nicht gebraucht. Bei meinem Run. Ich habe mir sogar versucht, die Scheiße zu merken, was du jetzt durchgelassen hast beim ersten Mal. So, hier geht's weiter. Hey! Kommt das noch, wo du leer stechen kannst, oder war das? Das kommt erst noch. Den das muss man nicht machen. Kommt drauf, ob die Szene so jetzt kommt. Wenn Conrad dabei ist. Hilf mir hoch. Aber auf jeden Fall dieses mit Vieh. Alex oder mit. Alex. Alex sticht theoretisch Julia. Ob. Eben einmal habe ich es nicht dabei gedacht, dass ich diese Einbildung dann vielleicht doch und dann habe ich halt nur die Schulter so ein bisschen verletzt. Manchmal ist das nichts zu tun das Beste, wie bei Anton Don. Oder halt, da hast du nichts sagen, weil du hast bis jetzt immer was gesagt. Ich, bei der Gruselgeschichte, beim Boot, habe ich die ganze Zeit nichts gesagt. Wieso? So, weil die so eine Option ist. Und ich wollte eben, wollte mal seine Geschichte so losen. Nicht dazu plappern. Wollte ich halt. Weil heute schon kaum Leute die ganze Zeit rumplappert. So, warte mal. Da geht's weiter links. Ich glaube, da ist eh gar nichts. Oder irgendwie oben schon oder sonst.
Ja, directly nicht wirklich. Oh Gott. Es stirbt keiner mehr. Ich hoffe es, aber ich habe ein schlechtes Gefühl. Wieso? Weil hier Kollege Olsen, der Typ heißt auch noch hier ist. Mit dem geht's in Kampf? Der Typ ist noch da und unsere Halluzinationen sind sowieso die ganze Zeit da und ja. Aber. Ach, hier war das genau mit Conrad, genau. So, wollen da geht's rein, das weiß ich. Dann geht's da weiter, weil da hat er nichts mehr geschaut. Kommt hier irgendwas? Kann mit dir labern? Please? Wow! Da ist aber früh, bist du deppert. Super, das bringt es echt. Okay, dann rein. In die gute Stube. Hier drüben. Hier kommen wir durch. Da rechts geht's rein und da ist aus einem Abgrund nichts. Ne. Das müsste irgendein Bild auch irgendwo sein. Da wird was zum Lesen. Sonst nichts. Boah, 1000 Zahlen. Morgen segeln nicht Wellen bis zu 6 Meter Höhe, keine Schäden gemeldet. Nachmittagwetter verschlechtert sich weiter. Wettervorhersage ebenfalls, die Crew hält sich gut. Morgen Wind erreicht Sturmstärke weiterhin zunehmend. Außergewöhnliches Wetter, mehrere Blitzanschläge in OM, jedoch ohne größere Schäden. Schiff nimmt etwas Wasser, doch die Lage ist unter Kontrolle. Navigator, Dead, Wassertiefe als einschätzbar. Betrieblogbuch der SS Augeng, morgens hier beruhigt sich, Mittag dichter Nebel, Nachmittag stärkerer Seegang, Nachmittag 7.30 Uhr, sehr dichter Nebel, Mitternacht bis nachmittags weiter. Sorry. Ja, das ist noch was. Weiter. Weiterhin dichter Nebel. Okay, war toll. Ich habe, ja, hier war gerade Kurs aktualisiert, das heißt, vielleicht habe ich jetzt irgendwo was freigeschaltet, wo wir dann irgendwie dann abhauen können oder was weiß ich was. Maybe. Hier ist ein Lied zu. Was ist hier zu? Okay. Die Leiche, kann ich die anschauen? Guten Tag. Nein, wirklich. Okay. Aber wo gehe ich jetzt hier weiter? Bin ich letztes Mal, glaube ich, falsch gegangen. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Nice. Okay. Hätte klappen können. Hier ist irgendwo ein Bild, ja. Das habe ich auch schon gesehen, also. Ach, die Szene, ja, das habe ich gehofft, dass er das tut. Das weiß ich noch. Was ist dann? Zum Glück. Aber ich weiß, dass hier jemand sterben kann bei der Szene, außer er. Also er kann auch sterben, aber es kann auch jemand sterben, das ist. Du verscheißt. Glaube ich. Na. Theoretisch. Ist jetzt ein bisschen komisch. Das ist für mich jetzt total blöd. Ist ein bisschen komisch, weil bei mir war es Brad und jemand anders, aber Brad ist tot, daher könnte es jemand anders sein oder die Person ist allein, kann auch sein. Brad, was bei dir? Wenn man in San Francisco will, ist diese Route total verrückt. Beide, er und noch jemand. Sieht so aus, als wollten sie sich anschleichen. Also es hätten zwei sterben können. Ein Versteckspiel auf dem Ozean, ja. Was ich gesehen habe, nur er, also nur der Typ halt selber und halt diejenige. Brad nicht. Was ich gesehen habe. So, sie haben sich angeschlichen, das wissen wir, San Francisco-mäßig, Weltkrieg-mäßig, wissen wir. Geht's da weiter? Ich habe keine Ahnung, ich denke mal schon, weil hier ist sonst nichts. Ja, da eine geht's, da ist was zum Lesen. Okay, wahrscheinlich wieder 100.000 Sachen. Da oben nicht? Lol. Notizen US-Marine-Mysterium, 22 Juni. 007. Sie verloren die Orientierung.
Sturm von Kursabgekommen 012, Frachtraum über 2 überflutet, 023, schwerer Blitzschlag, 048, Treiben ins seichtem Wasser, Position unbekannt, 0120, Meerestief nicht kartografiert, Tiefe unbestimmbar, 0132, Suche nach Mann über Bord, Beginn, 0140, Suche abgebrochen, 0141, dichte Wolken, Positionsbestimmung noch nicht möglich. 007. Okay. Ich glaube, hier gibt es was. Ah, genau, hier ist. Hier war das Thema mit, hier dem, mit dem Viech, was hier reingekommen ist. Wo der hier komplett. Guck mal. Sie ging schon wieder richtig falsch. Ah, da wollte ich wieder nicht hin. Das Ding funktioniert echt noch. Ich wollte zu dem Typen gehen. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich probier's mal. Es geht doch. Noch. Militärkanal. Fragen wir nach Hilfe. Hey, 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 hört das jemand da draußen? Hallo! Oh, Scheiße, da ist wer. Das ist ein Notfall, unsere Koordinaten sind sachlich. Falls uns jemand hört, wir sind auf einem alten Frachter. Unsere Koordinaten sind ungefähr 12 Grad 30 Minuten Süd, 151 Grad 20 Minuten West. Bitte, kommen Sie schnell! Wir sind in Not! Oh mein Gott! Ängstlich sind auf der Oregon Meeden. Panisch. Hey! Wir sind auf einem alten Frachter. Wir glauben, es ist die Orang Medan. Hallo! Ja, ich wusste es deswegen. Ich weiß nicht, wie das scheiß Schiff heißt. Das war's geplant. Orang Medan heißt ja also. Hey, Leute, seht mal her. Das muss irgendwo hinführen. Vielleicht können wir den Strom wieder anschalten. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Sollte einer hierbleiben, falls uns jemand anfangen will? Wenn ich ehrlich bin, komme ich mit meinen Verletzungen nicht darum. Ich gehe, natürlich. Ich komme mit. Hey, was? Julia, nein. Oh, du kannst nicht ewig den Beschützer spielen. Aha. Ich schaff das. Glaub mir. Mhm. Hey, hey. Wenn Julia meint, sie schafft das, schafft sie das. Thema du. Okay. Scheiße. Du und ich, Julia. Bei mir waren die beiden oben. Bei mir sind Fliss und. Fliss und Brad und da. Oh mein Gott. Okay, ist Alex. Also der Brad jetzt hier, theoretisch. Hä? Ist jetzt Julia gestorben? Ich weiß nicht. Ja, aber jetzt ist anstatt. Bei mir war es Brad und jetzt ist es Alex halt. Sind die beide tot, ne? Nein, das war ein Sturz. Mach! Da muss ich die Entscheidung treffen! Da muss ich so. Fuck! Oh nee, das ist nicht gut. Alles noch heil? So. Ja, ich dann theoretisch Brett sein muss, theoretisch. Okay, mir geht's gut. Kurz angebunden? Was? Mir geht's gut. Und? Was jetzt? Wir müssen den Generator finden. Wenn wir ihn im Gang haben, hat das Funkgerät schon. Wir warten hier beim Funkgerät. Hier. Ja, das kann wieder lustig werden. Hey, nach dir! Ladies first. Hey, warte mal. Wie der untere Bereich des Schiffs. Da bin ich hergekommen. Ja, da bin ich runtergeballert. Ja gut, der Rauch ist schon wieder hier, das heißt, wir sehen wieder Dinge, was wir nicht sehen sollten. Das heißt, alles, was hier passiert, was irgendwie ist, ist nicht wahr. Ist mir fups egal. Ah. Ah, kennst du's?
Lies das jetzt nicht nochmal vor. Du weißt, was es ist. Es hat hier wohl ein größeres das ist das. Gegeben. Dieser Charlie hier müsste. Ach so. You know? Bingo, jetzt sind wir hier. 10 Tage. War wohl echt heftig. Aber wir können jetzt in den Tresor reinschauen, weil der was letzte Mal zu war. Das haben wir nicht. Bericht des Schiffarztes, Protokoll des Treffens zwischen Wissenschaftler X, CWO Walter Bischoff und CWO Tom Palmer mit Sergeant Peter Wood als Besitzer und B. X für das Treffen mit unserem Team, es gebe viel, dass man voneinander lernen. Stimmt dem zu, die westliche Welt müsse vor dem Übeln. Die USA seien darüber informiert, dass gewisse Stellen den von chemischen und biologischen Substanzen der Kriegsführung erforschten. Unsere Aktivitäten durch das Genfer Protokoll eingeschränkt hätten Experimente unmöglich. Beschreibt eine während der stattgefundenen Suchung, es wurde die Wirkung eines im Molekülkristall vom vorliegenden Halluzinogens mit Codenamen Manchureigold auf Menschen getestet. Chemische Munition Kampfes zu gewährleisten. Es war bereits ein geringer, signifikante Halluzinationen. Sehr überzeugend, Versuchspersonen sahen und hörten Dinge, die in Wahrheit nicht vorhanden waren. Und dies selbst. Wirkung sehr vielfältig, groß, gleichbleibend, intensiv. Und das kann man theoretisch sagen, das ist wie bei Until Dawn. Wenn man in der Mine dort hochgeht zu dem, keine Ahnung was, dann findet man heraus, dass Hannah halt noch lebt und Beth gegessen hat, bla bla. Und das ist sozusagen auch hier so. Das ist die Erklärung für die ganze Scheiße hier eigentlich, kann man sagen. Und das Ding ging ja vorher nicht auf. Das war ja vorher noch zu. Persönlich ist das jetzt mal aufgeklärt. Musst du hier stehen? Danke. Geh einfach weiter, das brauchst du nicht anklicken. Ja, ich weiß. Ich werde 100 heiße Wälder brauchen, falls wir hier rauskommen. Leckheit. Hoffe, du hast recht. So, warte mal. Rechts. Ne, links. Links war er. Schau ich nur kurz rein. Wieso? Weil das wissen sie hier noch nicht. Das war Alan, theoretisch. Der Arzt halt. Habe ich das hier angesehen? Das haben wir gelesen, oder? Das haben wir. Texas. Na. Nee. John Patterson. Name des Patienten. Ach, du Heiliger. John Patterson, Rang privat, geboren in Rowlett, Texas, geboren am 24. Februar 1922, rekrutiert, stationiert, Garland, Texas, Datum 2. März 1941, Gesamtdienst, Army, 3 Jahre, 5 Monate, Krankengeschichte. Diagnose schwache Neurose, Untauglichkeit ist nicht auf Fehlverhalten zurückzuführen und trat im Dienst auf Bestand vor Rekrutierung. Nein, aktueller Zustand, dies tauglich voraussichtliche Dauerentzugung vorübergehend Empfehlung, genaue Beobachtung und erneute medizinische Untersuchung in einer Woche. Bericht, heute habe ich Private Patterson auf der Krankenstation untersucht. Während der Visite litt er unter starken Angstzuständen, die mit den Anzeichen von Panik übereinstimmten, welche ich bereits während seines Wachdienstes zu Anfang der Woche beobachtet hat. Ich hatte Patterson heute zu mir bestellt, da ich glaube, dass seine Panik von eindringlichen und verstörenden Erinnerungen begleitet wird. Bisher konnte er seinen Dienst fortsetzen, da seine Symptome nach Beendigung seiner Wachschicht stets nachließ. Es gibt an, dass solche Symptome für ihn sehr ungewohnt sind. Private Patterson ist 25 Jahre alt und in hervorragender körperlicher Verfassung, hat keinerlei bekannte Vorerkrankungen und eine makellos militärische Karriere. Im Verlauf der Untersuchungen gelang es ihm, sich zu beruhigen. Einfache Tests zur Sprachfähigkeit, Reaktionen, Erinnerungsvermögen und Entscheidungsfähigkeit verliefen normal. Klarer Fall von PTBS. Okay, und wir machen jetzt hier einen Cut und das war's mit dem Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.